Last LP. Oh Mann, Digga, wie belastend. Ist hier irgendwo eine Cam? Da ist eine Cam, na toll. Ist hier eine Cam? Warte mal, ich weiß, was wir machen. Campen einfach Electric Club und... Ey, kann der mal aufhören, immer diese Scheiße zu aktivieren? Jo. Matra in dem Cockpit. Cockpit. Cockpit ist wo? Vorne. Einzig Cockpit zwei, ist immer vorne. Die ich gar nicht gesehen habe, sind Revi und Hanky. Und ich habe Reapers auch tatsächlich nicht gesehen. Ich habe nur Camps, Reapers gesehen. Ich habe jeden irgendwas machen sehen. Ich habe Reaktor gemacht, bin dann nach links rübergefahren, hoch zum Meeting, habe meinen Task gemacht, bin runter. Ja. Dann habe ich in Volt den Diamanten geputzt, wollte nach unten, die Tür war zu. Chef Strobel kam also von da, aus Engine Room, was ja kurz vor Cockpit ist, ist dann auch nochmal weggelaufen, als er mich gesehen hat, ist dann nochmal wieder umgedreht. Macht keinen Sinn, lange? Die Frage war dann ganz kurz, die Frage ist, warum läufst du eigentlich nicht zurück, wenn der Reaktor an ist? Das ist die erste Folge, Henke. Er war da. Weil ich gerade gesagt habe. Er war gerade da, er war gerade da, er war mit mir da, er war mit mir da. Ich bin eine Sekunde später gekommen. Chef Strobel kam eben aus der Richtung, wo die Lampe. Ich kam aber von Main Hall. Hallo, ich kam von Main Hall. Ich kam nicht mal aus der Cockpit-Richtung. Also ich finde, nein, ich finde Henke auch sass, weil Henke hat nicht auf mich gewartet mit dem Boot, mit diesem Flugschiff. Man kann doch mit einem drauf fahren, du Idiot. Nein! Also dann sind das scheint der Strobel. Ich hab einfach nur reingeschaut. Ich bin ziemlich drauf auf der Map. Kann mich nicht bewegen? Ins Game reintappen? Ich bin im Game drin, tappt. Mein Spiel ist gecrashed, glaube ich. Ich glaube, nächstes Meeting ist dann vorbei, aber das kann. Kann jemand schnell ein Emergency-Meeting bitte machen? Das wäre echt fair. Oder? Wäre es nicht fair? Mute bitte, wir gehen zum Meeting. Mute bitte. Chef Strobel läuft an mir vorbei, wenn er mich tötet, schrei ich. Hab Meeting gemacht. Sehr danke. Oh, warte mal, Henke ist tot. Henke ist gestorben. Er hat doch mal so ultra angesasst. Ganz toll, Chef Strobel. Nee, Chef Strobel. Chef Strobel ist mich gerade gecrossed. Lobby, Revi, ich, Max waren rechts. Ja. Du bist zum Button gegangen, Karl, GG. Chef Strobel ist mich gerade gecrossed. Also, Chef Strobel für mich immer noch, weil Revi ich will, hab ich nicht am Anfang. Ich will den Bug, dass ich Imposter nicht bewegen können. Ich hab gesagt, Karl und Revi. Max hat den Bug, dass ich Imposter nicht bewegen können. Den Bug gibt es nicht, den hast du dir gerade ausgedacht. Ich konnte mich bewegen. Ja, Bro. Okay, I guess. Du, am Anfang hast du am Anfang die Büchereiaufgabe gemacht. Halt's Maul, Max! Nee, nicht am Anfang. Erst. Wisst ihr, was witzig an der Map ist? Du kannst halt einfach keine Aufgaben machen mit so einem Post und es juckt keinen, weil du eh die ganze Zeit... Ey, schwör, wenn Revi noch einmal diesen Drecksreaktor macht, dann call ich einfach, dass wir es beides sind, dann spiele ich nicht mehr mit ihm im Poster. Digga, ich komme nicht dazu, ihn zu töten. Die Map ist zu verwirrend, der Druck ist zu groß für mich, ich kann es nicht. Ich bringe jetzt einfach einen um, mir reicht's. Ich werde jetzt einen wegmorden. Ich mache einen Call, ja? Ihr müsst mir aber zuhören. Ich habe auch einen Spitzen-Call, erzähl mal. Aber mein Call ist, wir voten jetzt Revi einfach, okay? Ja, oh mein Gott, das ist mein Call auch! Warte, Moment, stopp! Weil dunkelgrün war Türkis am letzten dran. Bevor Türkis stand vor der Tür und war dunkelgrün. Bevor jetzt gewotet wird, möchte ich gerne wissen, warum. Ich finde das unfair, jetzt direkt einfach zu voten. Bro, du kommst von rechts bei meiner Aufgabe. Du kommst von rechts bei meiner Aufgabe. Ich laufe nach rechts. Hä? Von wo kam ich? Von wo liegt denn die Leiche, Bro? Wo liegt denn die Leiche? Warte mal. Da wo du gerade bist. Digga, ich bin erstmal. Pass auf. Dann sag. Nein, warte. Lass mich doch wenigstens ganz kurz die Möglichkeit geben zu erklären. Pass auf, wo liegt die Leiche? Erzähl es mir ganz kurz. Oh, ist das Engine Room? Ja, ne? So, wir sind Engine Room. Da wo wir gerade zu dritt sind, Karl. Und wo liegt die Leiche? Genau. Rechts in Engine Room. Und du kamst auch rechts. In dem Gang nach oben, da wo man das. Du meinst von nach Richtung Brick? Ja. Es kann aber natürlich auch jemand von oben gekommen sein, von f***ing Volt, egal, den jemand gekontet hat. Du müsstest die gesehen haben. Egal. Nein, hab ich nicht, weil, Digga, es kann doch auch gewesen sein, dass jemand hinter mir gewesen ist, den umgebracht hat und dann wieder nach oben gelaufen ist. What the fuck? Alle sagen, wir waren schon. Ich bin gerade von rechts gekommen. Revi, ich bin gerade von rechts gekommen, hab meine Aufgabe gemacht, diese oben dieses Ding einmal umdrehen. Nur einmal reinklicken und bin sofort gerade im Meeting Room. Ich weiß, was du meinst. Ich war da ganz kurz. Ja, dass Revi kurz reden sagt, dann mach, sag deine Ansage. Wenn du
meinst, von diesem Gang von Brick, dann kann es doch auch sein, Dicker, dass ich von oben den Gang runtergehe, jemand ihn tötet, ich das nicht sehe, ich verstehe, weil ich keine Imposter-Vision habe. Aber du musst mir zuhören. Revi, woher kamst du? Ich kam von oben von Brick. Ich kam von oben. Ich kam von oben runter. Das heißt aber nicht, dass ich ihn umgebracht habe, weil ja auch jemand hinter mir gewesen sein. Zum Beispiel von Gap Room rüber oder von Volt. Da ist ja ein Van von Cockpit. Reapers kam hinter dir. Just saying. Ich kam nicht von Brick, ich kam von Main Hall, von rechts. Actually hätte Reapers ihn auch töten können, ja, true. Aber er kam noch nach mir, Karl. Er kam noch nach mir. Ja, Bro, aber ich hab nicht gesehen, von wo du kamst. Doch, er kam nach mir, 100%. Ich hab aber nicht gesehen, von wo du kamst, actually, Reapers. Guck mal, ich sag euch gerne meine Row. Und so, Main Hall, in Engine Room, meine letzte Aufgabe ist über Engine Room. So quick, wie du mich gerade gevotet und gesasst hast, ist das über weird. Das ist über weird, Digga. Warum willst du Revi voten, sagen? Weil er mich hasst, deshalb. Weil er der Einzige vor dem Tor war, als ich das letzte Mal Fabo gesehen hatte. Welches Tor? Eine Tür war zu. Bei Brick. Digga, ich call. Ich geb Brick was in den Vote rein. Ich geb Vote was in den Vote rein. Aber es ist Revi. Der zweite ist, glaube ich, der Strubel. Oh Gott. Hä? Ich hätte skippen sollen. Von. Hey, das ist doch so gut. Obvious. Was? Karl? What the fuck? Wie What the fuck? Das ist sowas von Reapers, Digga. Das ist sowas von Reapers. Und Max deckt den. Oh mein Gott. Wie dumm. Max, du bist so lost, Alter. What the fuck? Ey, Junge. Dass Max da wieder einfach reingeht, ist so stupid. Ey. Fuck, hey Reapers, zu gut gespielt, Mann. Chef, du darfst jetzt nicht Karl töten. Du darfst nicht Karl töten. Karl trustet dir. Oh nein, Digga, oh nein. Ich will noch einmal diesen Scheißreaktor anmacht, kotze ich mir so eine Fresse. Das ist so smart, was Chef gerade macht. Drück mich, Chef. Es ist so dumm, dass ich schwör, mit Revi Imposter macht so keinen Spaß. Es ist so dumm. Warum macht der die Sachen für mich an? Bist du dumm, Chef Strobel? Oh mein Gott, das Ding war auf seiner Seite. Die hätten einmal außen rumlaufen müssen, einer von denen. Und der hätte instant drücken können. Oh, Chef Strobel, nein. Die hätten einmal komplett außen rumgehen müssen sonst. Chef fucking Strobel, nein. Du fuck Pepeger. Lass doch. Oh, das ist noch mehr Sass wird. Actually könnte das sogar klappen. Muss kurz auf den Cooldown warten. Karl fixt hier. Wenn Chef Karl jetzt tötet, er muss Karl töten. Töte Karl! Töte ihn doch! Chef Strobel, nein, du bist so ein Pepeger, Chef Strobel. Du bist so ein dummer Pepeger. Oh. Jo, Junge, Scheiße! Ich hab einfach gecallt, Revi und Chef. Ich hab erst von Anfang an gecallt. Oh, Chef Strobel. Du fucking G. Es ist unfassbar schlecht, mit Revi zu spielen. Der Typ macht 80 Reaktoren an. Junge, kannst du einmal aufhören, dieses scheiß Reaktor zu Das war smart, Digga. Du hättest eben mit dem Ding nicht rüberfahren müssen. Du hättest einfach eben drüben stehen bleiben sollen, Bro. Und dann, es liegt doch noch Reapers. Es liegt mit den Alter. Ja, hab ich dich gut gewaitet. So gut gewaitet, Karl. Ja, ich weiß. Das ist deine einzige Aufgabe, die ich neu gelernt habe von dem. Junge, ey, Reaps gut gemacht eben bei mir, Digga, muss ich sagen. Kein Ding. Gut, Conclusion.